Es ist schon eine irre Saison. Vor 2 Wochen in Monaco hat Ferrari das Ding noch gewonnen. Sah nach dem dominierten Auto dort aus. Dann sind wir nach Montreal gekommen. Alle haben gesagt, ja, die Strecke liegt dem Ferrari wieder. Curb Riding, ganz entscheidend. Und Ferrari war das einzige Top-Team, das da vorne quasi gar nicht vertreten war. Katastrophales Rennwochenende der Scuderia. Und es hat schon im Qualifying oder vielleicht sogar schon im dritten freien Training angefangen. Die Pace war einfach nicht da. Wie kannst du dir das erklären? Also, ich möchte deshalb nochmal auf Monaco zurückkommen, weil ich natürlich den Unterschied zwischen den beiden Strecken ein bisschen erwähnen möchte. In Monaco ist es in der Tat so, dass der Fahrer unglaublich viel machen kann. Ja, Curb Riding und so weiter, das ist alles immer wichtig. Aber in Monaco kann man mit Einsatz echt Zeit machen. Man kann Zeit holen, man kann weiter nach vorne kommen, auch wenn das Auto nicht ganz perfekt ist. Nicht ganz, also natürlich mit einer Komplettkrücke tut man sich immer schwer. In Kanada schaut es schon ein bisschen anders aus und speziell deshalb, weil da kommt es nicht nur darauf an, wie man das Auto durch die Schikanen haut, sondern auch auf die Grundabstimmung. Wie viel Abtrieb gebe ich dem Ding, damit ich auf der einen Seite noch bremsen kann, um die Ecken komme, auf der anderen Seite auf diesen doch sehr langen Geraden den Luftwiderstand niedrig halte. Und das ist ja auf solchen Geraden deswegen so problematisch, weil der Luftwiderstand ist ja, ich sag mal, die Beschleunigung und ist natürlich dann auch oben raus wie so ein Fallschirm, wenn ich ein bisschen zu viel Flügel habe. Und das war immer so. Ist jetzt nichts Neues. Aber da den richtigen Kompromiss zu finden bei den Witterungsverhältnissen, das ist natürlich schon schwierig, weil Regen heißt, ich hätte gern ein bisschen Flügel. Da ist mir der Widerstand wurscht, der Abtrieb jedoch sehr wichtig. Und bei Trockenheit schaut es wieder anders aus. Und ich glaube, Ferrari hat sich da auch ein bisschen vertan, würde ich sagen. Und dann gab es natürlich gerade bei Leclerc noch ein paar andere Probleme. Das Zauberwort heißt da also aerodynamische Effizienz, die in Monaco ja auch völlig egal ist. Glaubst du, da hat man sich in Montreal jetzt einfach nur ein bisschen vertan oder ist das ein generelles Problem des Ferrari? Na, also ich glaube schon, dass man sich da wohl ein bisschen vertan hat. Denn es hat sich ja schon abgezeichnet, dass Ferrari ein gutes Allround-Auto hat, was von der Fahrbarkeit her prima ist und was von der, ja, ich sage jetzt mal, vom Handling so gut ist, dass man überall ganz gut damit klarkommt. Ich persönlich habe den McLaren besser eingestuft und eingeschätzt, auch jetzt hier in unserem Gespräch immer wieder mal. Aber trotzdem, so weit weg wie Ferrari in Montreal war, sollte man normal nicht sein. Die haben sich da schon ein bisschen vertan. Aber da zeigt sich, wer der Experte ist. Wir hatten vor dem Wochenende Ferrari ein bisschen mehr auf dem Zettel. Wir verneigen uns vor dir und erkennen das natürlich an. Zurück zu Ferrari aber jetzt an der Stelle. Erwartest du, dass sie in Barcelona wieder zurückschlagen? War das jetzt ein einmaliger Ausrutscher? Ja, ich glaube schon, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Barcelona, glaube ich, wird ein ganz klarer Kampf werden zwischen Verstappen und den beiden McLaren und inwieweit Mercedes da mit einer Eintagsfliege zu tun hatte in Kanada, kann man ja bei diesem Auf und Ab von Mercedes immer schwer vorhersagen. Aber ich glaube, verlässlich werden wir in Barcelona den Verstappen gegen McLaren sehen und der Rest ist wahrscheinlich so, ja, ich sag mal dran, aber nicht ernsthaft genug dran, so wie Norris und Piastri beide ja in Kanada waren und auch in Monaco waren und so weiter. Die Performance war ja nur ein Teil der Ferrari-Problematik an diesem Wochenende. Dann gab es ja noch strategisch das ein oder andere, worüber wir sprechen können. Im Qualifying hätte man vielleicht im Q2 den frischen Satz am Ende hernehmen sollen, wäre dann vielleicht weitergekommen. Im Rennen haben wir alle gesehen, dass man mit den Slicks ein bisschen gepokert hat und der Poker nicht aufgegangen ist. Jetzt sah Ferrari mal ein bisschen stabiler aus unter Fred Vasseur. Kommt man da wieder zurück in alte Fahrwasser? Also was das Training angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt in den besten Familien vor. Das würde ich jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Was die Slicks im Rennen anging, das war natürlich schon ein ziemlich abenteuerlicher Move. Aber mal ganz ehrlich, dort, wo man rumgefahren ist mit den Problemen, die man hatte,
konnte man gamblen und sagen, okay, ich versuche es jetzt einfach mal, wenn es nicht klappt, ist eigentlich auch wurscht. So gesehen darf man meiner Ansicht nach die Slicks von Leclerc im Rennen nicht da als jetzt geht es wieder los wie früher bewerten, sondern das war der Situation geschuldet und die Situation war, gelinde gesagt, tendenziell aussichtslos. Da probiert man halt mal was nicht so konventionell ist. Du hast gesagt, kommt in den besten Familien vor. Gleiches gilt wahrscheinlich auch mal für die Motorprobleme. Verstappen hatte auch damit zu kämpfen, bei ihm halt nicht im Rennen, dafür am Freitag. Passiert, oder? Naja, also wir haben natürlich, was die Komplexität eines Formel-1-Motors oder der verschiedenen Motoren, die in einem Formel-1-Powertrain am Arbeiten sind, ist natürlich schon, das ist schon furchtbar kompliziert. Und bei Verstappen haben wir gesehen, da ist halt irgendwas an der Batterie, am Energierückgewinnungssystem, wenn ich schon aussprechen muss. Ich bin ja ein Freund der simplen Dinge und da gehört natürlich eine aktuelle Power Unit sicher nicht dazu. Und das kann einfach passieren, weil die Chancen, dass da in diesem Gesamtsystem mal das eine Objekt mit dem anderen nicht richtig kommuniziert, also sei es jetzt ein Elektromotor oder ein Generator oder eine Batterie oder ein Steuerungselement, das führt halt dann gleich zu einem ausgemachten großen Problem. So gesehen ist es erstaunlich, dass nur so wenig kaputt geht, aber es trifft alle. Es gab es auch bei Mercedes schon dieses Jahr und bei Renault spricht man, glaube ich, gar nicht mehr drüber. Und deswegen ist halt so. Es ist immer noch viel besser als zu meiner Zeit, als die Motoren geflogen sind. Ja, also mehr oder weniger ein oder zwei Motorschäden am Wochenende waren ganz normal. Aus den Zeiten sind wir Gott sei Dank raus.